Hallo und herzlich willkommen zu diesem Baubericht des Sturmvogel. Es ist ein Bausatz vom MDK Verlag und ist im Maßstab von 1 zu 250. Gekostet hat er 6,40 Euro. Er wird ausgeliefert in einer Plastiktüte im Format DIN A4 und besteht aus 3 Blättern. Im ersten Blatt wird das Modell vorgestellt und auf der Rückseite befindet sich eine gute Bildbauanleitung. Die beiden anderen Bögen beinhalten das Modell. Ich beginne mit der Bodenplatte, die mit den Bordwänden eine Einheit bildet. Da das Modell kein Spantengerüst hat, muss die Bodenplatte natürlich verstärkt werden. Das mache ich vorsichtshalber auch mit den Bordwänden und dem grünen Deck. Das lasse ich erst einmal die Nacht über richtig austrocknen, bevor ich weitermache. Das Schöne beim Kartonmodellbau ist ja, dass man es überall machen kann und keine Spezialwerkzeuge benötigt. Mir reichen 2 Scheren, eine Tube Klebstoff und eine Pinzette. Der Rumpf ist jetzt fertig geworden, aber der Bug gefällt mir nicht. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Ansonsten ist er schön steif geworden und die beiden Deckteile passen gut hinein. Im unteren Rumpfteil kommt eine große Winde, die ich schon mal vorab zusammenbaue und einklebe. Da ich vermute, wenn das darüberliegende Deck eingeklebt ist, dann wird es schwierig mit dem Einbau. 2 ganz kleine Winden kommen hinzu, was aber ein Fehler ist. Das bemerke ich aber erst später. Dann beginne ich mit den Aufbauten. Auch hier verstärke ich die Wände und Decken sicherheitshalber. Dann beginne ich mit den Schornsteinen und stelle fest, dass an der Stelle auf dem Arbeitsdeck, wo die Schornsteine aufgesetzt werden, ich schon die 2 Winden stehen habe. Das ist ärgerlich. Und mit großer Mühe und Geduld kann ich die beiden Winden herauslösen und dahin stellen, wo sie hingehören, auf dem Bugteil. Nachdem die beiden Schornsteine fest und sicher stehen, kommen weitere Teile des Aufbaus, dann die Rettungsboote und die vielen kleinen Teile wie Luken, Niedergänge und die Masten. Ganz wichtig ist auch, dass man bei einem solchen Projekt viel Zeit mitbringen muss. Das Modell ist eher leicht zu bauen, aber es braucht eben seine Zeit. Gerade zum Ende hin will man fertig werden und wenn man dann unter Zeitdruck arbeitet, schleichen sich doch Fehler ein. Nicht vergessen hat man hier auch wieder ein paar Seeleute, die ich auf verschiedene Teile gestellt habe. Ja, und dann ist das Modell fertig und man wundert sich selbst, was aus den beiden Bogen geworden ist. Insgesamt habe ich dafür 3 Tage gebraucht und es hat Spaß gemacht. Die Sturmvogel wurde 1977 in Norwegen gebaut und ist gleich in die DDR verkauft worden, da hier ein starker Bedarf an Hochseeschleppern bestand. Sie hatte eine Autonomie von 30 Tagen oder 10.000 Seemeilen. Ihre weiteste Verschleppung erfolgte einmal bis Japan, ansonsten nur die Nord- und Ostsee sowie der Mittelmeerraum. Später wurde sie nach Hamburg verkauft und wurde umgetauft, erst in Triumph, dann später in die Hanseat. Das Modell zeigt die Sturmvogel in ihrer Bemalung von 1977 nach dem Verkauf in die DDR. Damit komme ich zum Ende des Bauberichtes. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und auf Wiedersehen.